Die Seele ist in einem ganz tief drin, im Herzen. Manchmal kann man sie spüren, nachts, wenn man alleine ist. Wenn die Seele krank ist, geht man ins Krankenhaus oder zum Hautarzt. Die Seele wiegt 1,5 Kilo. Sie treten jetzt auf die Terrasse. Gehen Sie ruhig ein paar Schritte. In den Garten? Ja, in den Garten. Achten Sie auf die Gerüche und die Geräusche. Den Schnee unter Ihren Füßen. Die Kinder rufen. Oma, Oma. Drehen Sie sich ruhig zu den Kindern um. Was sehen Sie? Ich sehe meine Familie um den Weihnachtsbaum herumsitzen. Sie packen Geschenke aus und lachen. Und lachen die Kinder Sie an? Nein. Und ist das schlimm für Sie? Ja. Sie bleiben jetzt in Ihrem Garten. Ich muss mit Ihnen reden. Sie haben vor 2 Wochen einen Termin gehabt. Letzte Woche sind Sie auch nicht erschienen. Es tut mir leid. Ich habe zu tun. Es ist aber wichtig. Ich bin jetzt mitten in einer Sitzung. Wenn Sie einen neuen Termin haben wollen, dann rufen Sie mich später an. Wiedersehen. Frau Kluge, ich werde Sie jetzt zurückholen. Sie sind nicht mehr in Ihrem Garten. Sie sind wieder hier in der Praxis. Es ist nicht mehr Winter, es ist Frühling. Ich werde jetzt von 3 auf 1 rückwärts zählen. Bei 1 öffnen Sie bitte die Augen. Und Sie sind völlig entspannt und es geht Ihnen gut. 3, 2, 1. Lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie wollen, machen wir für morgen gleich einen neuen Termin. Na gut. Aber dann lieber schon um 10. Kannst du nicht einmal zur Tür gehen, wenn es klingelt? Du hast gesagt, ich soll dich nicht stören. Ja, aber jetzt hat mich das Klingeln gestört. Tut mir leid, aber ich bin hier noch mit deinem Steuerchaos beschäftigt. Was? Wieso denn Chaos? Das ist alles ganz wunderbar sortiert. Ach, sortieren nennst du das? Und die vielen Restaurantbelege wird er nicht brauchen können. Wieso? Das waren alles Arbeitsessen. Am Geburtstag? Zu Ostern? Naja. Und jede Menge Bankauszüge haben gefehlt. Bloch, du bist wirklich schlampig. So. Fertig. Er will mich noch zum Essen einladen hinterher. Kommst du mit? Ich bin nicht angezogen. Und ein Essen mit deinem Steuerberater ist nicht so prickelnd. Haben Sie jetzt Zeit? Sie sehen doch, ich habe zu tun. Verreisen Sie? Nein. Ich kann später noch mal wiederkommen. Hören Sie,
Wenn Sie die Therapie fortsetzen wollen, dann rufen Sie mich noch mal an und dann machen wir einen Termin. Aber der ist dann verbindlich, ja? Gut. Du hast angerufen. Ja. Ja. Ich habe viermal angerufen. Viermal? Ja. Du, ich bin sehr gelobt worden, weil ich alles so schön sortiere. Hallo erstmal. Ja. Hallo. Was ist denn los? Loch. Ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Oh Gott. Hat wieder so eine Frau angerufen. Komm, mein Schnubbelchen. Du bist die einzige Frau. Was denn für eine Frau? Hm? Erst hat sich keiner gemeldet. Und dann hat es nochmal geklingelt. Ich habe den Anrufbeantworter eingeschaltet, weil ich dachte, es ist ein Patient von dir. Bis jetzt war es so schön. Lass uns gleich zur Polizei gehen. Nein. Bitte ein Taxi in die Florastraße 24, Bloch. Was hast denn du vor? Danke. Ich fahre da jetzt hin. Maximilian, das darfst du nicht. Das ist doch wieder so eine Lügengeschichte. Ich lüge nicht. Nein, aber sie. Wir haben das doch gerade erst hinter uns. Du darfst da nicht hinfahren. Du hast doch gesehen, wie dir das ausgelegt wird. Noch hat sie mich nicht angezeigt. Und das muss ich verhindern. Ich will wissen, was die mir vorwirft. Nein, ich gehe dahin. Unter Frauen ist das leichter. Das wird mir doch auch nur als Beeinflussung ausgelegt. Dann komme ich mit. Nochmal so eine Katastrophe möchte ich nicht erleben. Bloch! Thank you.
da? Sie wollten doch mit mir reden. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich will Ihnen nur was erklären. Frau Rudolph, machen Sie bitte auf. Wie kommen Sie dazu, mich derartig zu diffamieren? Sie wissen doch, was Sie getan haben. Was soll ich denn getan haben? Jetzt aber mal raus mit der Sprache. In der letzten Therapiestunde. Sie haben mich angefasst, haben Sie mich sexuell belästigt. Also hören Sie auf zu lügen. Hören Sie, wenn Sie Ihre Diffamierung jetzt nicht sofort zurücknehmen, dann gehe ich zur Polizei. Sie haben mich angefasst. Ich weiß es und Sie wissen es auch. Frau Rudolph. Ich habe das nicht getan. Also gut. Kommen Sie bitte morgen um 10 Uhr zu mir in die Praxis und bringen Sie jemanden mit, dem Sie vertrauen. Und dann werden wir das klären. Ich musste das alleine gerade biegen. Die junge Frau behauptet, ich hätte sie in einer Hypnosesitzung sexuell belästigt. Mensch, Bloch. Wenn die der Polizei erzählt, dass du sie mitten in der Nacht nochmal belästigt hast, dann hast du ein echtes Problem. Ich habe sie nicht belästigt. Sie hat mich belästigt. Lass mich doch von der nicht auf der Nase rumtanzen. Wie heißt sie denn? Stefanie Rudolph. 27, Architekturstudentin. Die ist vor ein paar Wochen hier bei mir in der Praxis aufgetaucht, wegen Panikattacken. Ich habe sie in einer Hypnosesitzung behandelt, wir haben Termine vereinbart und dann ist sie einfach nicht mehr gekommen. Jetzt weißt du auch warum. Ja. Warum macht sie das? Sie kommt morgen in die Praxis, dann weiß ich vielleicht mehr. Und wenn sie nicht kommt? Bauchgefühl. Großartig. Sie verleumdet dich und du spielst noch den Helfer. Ich übe meinen Beruf aus. Nacht. Sie habe ich doch völlig vergessen, Frau Kluge. Aber Sie haben doch gesagt... Ja, ich weiß.
Es ist mir auch sehr unangenehm. Ich habe auch noch ein paar andere Dinge zu tun, Herr Bloch. Ich mach's wieder gut. Die nächsten 3 Stunden haben Sie umsonst. Sie rufen mich an und wir machen einen neuen Termin, okay? Danke. Was hast du mit meiner Schwester gemacht, ne? Ist Lukas, mein Bruder. Kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich bitte. Wollen Sie anfangen, Frau Rudolph? Fangen Sie doch an. Gut. Ihre Schwester behauptet, dass ich Sie bei einer Hypnosesitzung sexuell belästigt habe. Haben Sie auch. Das ist eine üble Verleumdung. Dafür müsste ich Sie anzeigen. Wenn hier jemand Anzeige erstattet, dann sind wir das. Komm. Sag jetzt, wie es war. Hey, ich rede mit dir. Wenn Sie wollen, dann würde ich Ihnen gerne erklären, was am 16. Mai passiert ist. Dafür müssten Sie mich von meiner Schweigepflicht entbinden. Sind Sie damit einverstanden? Gut. Sie sind am 20. April dieses Jahres erstmals zu mir in die Praxis gekommen. Und als Grund haben Sie Depressionen und Angstzustände angegeben. Ich habe dann versucht, in den ersten Sitzungen herauszufinden, ob diese Depressionen und Angstzustände etwas mit Ihrer Kindheit zu tun haben. Sie haben das bestritten. Sie haben aber auch von Erinnerungslücken gesprochen. Ich zitiere mal wörtlich. Von schwarzen Löchern, die immer größer wurden und mich zu ersticken drohten. Und da habe ich Ihnen Hypnosesitzungen vorgeschlagen und Sie haben sich einverstanden erklärt. Ja, aber nicht, dass Sie sich dabei anpassen. Während dieser tiefen Entspannung habe ich Ihre Schwester gebeten, an einen Ort zu denken, an dem es warm und sonnig ist. Und Sie haben sich für Südfrankreich entschieden. Können Sie sich erinnern? Können Sie sich erinnern? Und während der Sitzung ist in Ihnen plötzlich eine Unruhe entstanden. Und um Sie zu beruhigen, habe ich meine Hand auf den Arm. Fass Sie nicht an! Steffen! Salary? Komm! Wir gehen. Wir kriegen dich. Verlass dich drauf! Gibt Hühnchen. Keine Zeit. Ich habe den ganzen Tag nach einem Anwalt für dich gesucht. Ein Hühnchen hätte auch nicht länger gedauert. Und ich habe auch einen gefunden und ich glaube, dass er der Richtige ist. Was soll ich denn mit dem? Erinnerst du dich an Fritz, den Sohn von Pia? Der hat sich gerade selbstständig gemacht. Du warst doch schon alleine. Ja, dann kommst du wieder in so einen Schlamassel wie beim letzten Mal. Nie im Leben zeigt er mich an. Der blöfft doch nur. Der kennt die psychischen Probleme seiner Schwester ganz genau. Die verwechselt mich. Jemandem aus ihrer Vergangenheit. Klassischer Fall von Übertragung. Ich verstehe dich nicht. Was ist denn da nicht zu verstehen? In der Hypnose ist ein altes Trauma wieder aufgebrochen. Etwas, das sie vor langer Zeit versteckt hat, in den Tiefen ihrer Seele. Vielleicht ist sie ja wirklich mal missbraucht worden. Und bis du das rausgefunden hast, hast du wieder ein Verfahren im Hals, wie beim letzten Mal. Clara, du musst positiv denken. Guten Appetit. Was ist denn eigentlich aus diesem Tim geworden? Ich fand den echt okay. Lass es einfach. Zeigst du den Psychofritzen jetzt an? Er hat dich doch angegrapscht. Solltest du
woanders nochmal eine Therapie anfangen. Am besten bei einer Frau, der kannst du dann alles erzählen. Ich bin nicht bescheuert. Aber das habe ich doch überhaupt gar nicht gesagt. Steffi, auf mich ständig zu bemuttern. Oder soll ich dir einen O-Saft pressen? Und zieh dir verdammt nochmal was an. Was war das denn jetzt? Hm? Halt. Bitte. Was habe ich denn falsch gemacht? Es ist besser, ich ziehe aus. Zieh nur zu deinem Mäuschen, dann muss ich mir wenigstens ihr beschissenes Arschgeweih nicht mehr angucken. Ist doch blöd, wenn wir uns streiten. Du glaubst, ich habe mir das alles eingebildet. Nein, Steffi, ich glaube dir. Also, der Typ hat dich angefasst. Du glaubst mir nicht. Wie hat er dich angefasst? Wo? Zeig's mir. Da. Er läuft schon wieder nackig vor mir rum. Und was ist denn mit dir? Ich komme gerade aus der Dusche. Was wollen Sie? Ich mache mir Sorgen um Ihre Schwester. Sollten Sie auch. Ich kannte mein Mädchen, das war genauso wie Stefanie. Die wollte sich auch nicht erinnern. Und dann hat sie Tabletten genommen, es hat ihr aber nicht geholfen. Und dann hat sie sich umgebracht. Steffi kann sich sehr gut an Sie erinnern.
Es gibt in der Psychotherapie einen Begriff, der heißt Übertragung. Da übernimmt der Therapeut die Rolle eines Antagonisten. Alle Probleme, die die Patientin mit irgendeiner Person hatte oder aktuell hat, die überträgt sie auf den Therapeuten. Und ich wehre das nicht ab. Ich lasse das zu. Sie spielen also den Bösen, ja? Ja, wenn Sie so wollen. Und dann haben Sie in der Rolle des Bösen meine Schwester angegrapscht. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Das passiert alles hier oben im Kopf meiner Patientin. Es kann sein, dass Stefanie als Kind oder in ihrer Jugend mal missbraucht wurde. Und wenn Sie es doch gemacht haben, dann wird einfach in der Vergangenheit nach dem Schuldigen rumgesucht. Meine Schuld ist vielleicht, dass ich die Wirkung der Hypnose auf meine Patientin falsch eingeschätzt habe. Sie sehen doch, dass sie labil ist. Dann experimentieren Sie mit ihr rum. In der Therapie beginnen Prozesse, die kann man nicht einfach aufhalten. Die kann man nicht abschalten, anschalten. Und genau deshalb halten Sie sich ab sofort von meiner Schwester fern. Sie sind der Letzte, der ihr helfen kann. Gut. Aber Sie könnten ihr helfen. Noch. Hey, Lukas, was ist das denn? Was ist alles aus? Hey, lange Nacht gestern gehabt, was? Mama? Mama, hast du Zeit? Ich lade dich auf einen Kaffee ein. Oh, Mama, den musst du probieren. Der ist der Hammer. Und der auch. Wir nehmen zwei davon und einen davon. Ja. Und einen zum Mitnehmen. Ja, Kaffee kommt. Dankeschön. Oder vielleicht noch... Ach, ist egal. Feiern heute? Mm. Oh. Oh, Wahnsinn. Probier doch mal. Mhm. Gleich. Mm. Musst du nicht eigentlich auch arbeiten? Oh, ich habe schon so viel geschafft heute. Außerdem sehen wir beide uns doch so selten. Das stimmt. Du lässt dich auch ganz schön ausnutzen vom Papa. Ich lerne aber auch viel von den anderen Architekten. Naja, nach deinem Diplom sieht sowieso alles ganz anders aus. Da hast du mehr eigene Verantwortung. Mm. Du machst mir Angst, Mama. Mm. Komm. Ich bin noch nicht so weit. Oh. Oh. Oh, probier mal. Und, passt es? Ist alles in Ordnung? Stefanie, oh Gott. Was hast du denn? Brauchen Sie Hilfe? Nein, nein, schon gut. Es ist nur der Kreislauf. Stefanie, komm. Lass uns an die frische Luft gehen, da wird's gleich besser. Komm. Ich lag da auf dieser Liege und er hatte seine Hände auf mir. Hier, so. Und dann auf meinen... Hier. Ich lag da und konnte mich einfach nicht wehren. Er hat dann seine Hose geöffnet und sein...
Ich muss ihn befriedigen. Tut mir so leid. Wir müssen ihn anzeigen. Ich muss ins Büro. Wolfgang, wer kann uns helfen? Ich werde mich gleich nach einem Anwalt erkundigen. Und wieso nicht Hermann? Hermann ist der beste Anwalt, den ich kenne. Wollen wir nicht erst mal in Ruhe nachdenken? Worüber denn nachdenken? Ich bin mir nicht sicher, ob Hermann von dieser Sache erfahren sollte, zum Beispiel. Ist mir egal, wer davon erfährt. Ich rufe Lukas an. Hallo, Lukas. Kannst du ganz schnell nach Hause kommen? Deine Schwester braucht dich. Ich will nicht, dass er kommt. Warum denn nicht? Danke, das ist lieb. Wird alles gut. Unglaublich. Also, manchmal fehlen einem wirklich die Worte. Aber ich weiß, wer euch helfen kann. Ganz erfahrener Kollege hier aus dem Haus. Aber Hermann, ganz gewissenhaft. Warum hast du das? Mal ausreden. Das ist ein ganz hervorragender Jurist. Nein, dir vertraut sie, Hermann, wirklich. Einem Fremden wird sie nichts sagen, das weiß ich einfach. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Hermann, wirklich, bitte. Ich muss mir so Sorgen um sie. Musst du nicht. Doch. Manchmal denke ich, sie tut sich was an. Was redest du denn da? Hier, das habe ich in ihrer Tasche gefunden. Oh, das ist natürlich... Warum sagst du mir denn sowas nicht? Weiß ich jetzt nicht. Guten Tag. Herr Lux? Nein, danke, für mich nicht. Von der Therapeutenvereinigung. Wissen die von der Sache? Ich habe den Fall natürlich selber bei denen angezeigt. Wieso? Ja, soll ich warten, bis die Polizei hier auftaucht? Da muss ich morgen hin. Da komme ich mit. Das kommt nicht in Frage. Das passiert dieses Jahr schon zum zweiten Mal. Es ist nichts passiert. Doch. Sie sind das zweite Mal angezeigt worden, Herr Kollege. Und im ersten Fall zu Unrecht, erwiesenermaßen zu Unrecht. Damals eine junge Frau und jetzt schon wieder eine junge Frau. Im ersten Fall bin ich der Patientin zu nahe gekommen. Aber nicht körperlich, sondern ihrem Problem. Und um mich abzuwehren, hat sie behauptet, ich hätte sie missbraucht. Das wurde aufgeklärt. Es hat alles nicht gestimmt. Im zweiten Fall handelt es sich um eine klassische Übertragung. Ich habe bei der Patientin eine Hypnosetherapie angewendet und in der Hypnose ist die Patientin an einen Punkt gekommen, wo sie begriffen hat, dass sie in ihrer Vergangenheit missbraucht worden ist. Und das hat sie dann auf mich, auf ihren Therapeuten übertragen. Ist das verständlich? Uns brauchen Sie hier nicht zu erklären, wie eine Übertragung funktioniert. Verehrter Herr Kollege, wir sind ja nicht voreingenommen gegen Sie. Aber wenn wir als Verband der Sache nicht auf den Grund gehen, machen wir uns strafbar. Dann gehen Sie doch der Sache auf den Grund. Wir müssen die Sache der Polizei übergeben, Feiglinge. Du hättest gleich zur Polizei gehen sollen. War vielleicht ein Fehler. Ja. Kommissarin Möller, wo finde ich die bitte? Ja, Zimmer 116, die erste Tür rechts. Danke. Bitte. Danke.
Dr. Bloch, mit diesem Schreiben klären wir Sie darüber auf, dass gegen Sie Anzeige wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, sexueller Nötigung und Vergewaltigung erstattet wurde. Die Polizei Köln hat jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet. Dann lassen Sie doch ein ärztliches Gutachten der Klägerin erstellen. Das erspart Ihnen viel Arbeit. Bis jetzt gibt es noch gar keine Klägerin. Wir prüfen die Angelegenheit und erst dann entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob gegen Sie Anklage erhoben wird. Aber haben Sie denn schon einen Anwalt mit Ihrer Verteidigung beauftragt? Nein, brauche ich nicht. Da irren Sie sich. Im Falle einer Verurteilung droht Ihnen erstens ein Berufsverbot und zweitens eine Freiheitsstrafe. Und für beide Fälle ist eine Verteidigung vorgeschrieben. Ist doch alles ein Wahnsinn hier. Die Frau braucht psychotherapeutische Hilfe und nicht... Wenn Sie sich nicht um einen Anwalt kümmern wollen, dann wird Ihnen eben von der Staatsanwaltschaft einer gestellt. Ist der Fahrlehrer oder Anwalt? Summa cum laude. Der ist ja nicht mal da. Fritz! Ah, hallo. Hast ihn doch noch herlocken können, wa? Guten Tag. Ja. Mhm. Oh mein Gott, haben wir uns lange nicht gesehen. Ja, ein bisschen Zeit vergangen. Zumindest was mich angeht. So bitte, ich weiß nicht. Danke fürs Kompliment. Schon mal jemanden verteidigt? Ich meine jemanden, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde. Ja. Aber wenn ich Clara richtig verstanden habe, dann geht es bei Ihnen um sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses. Ja, wir müssen da so genau sein, Herr Bloch. Sie sind ein Spezialfall. Aha. Wenn ich Sie mit meiner Verteidigung beauftrage, wie gehen Sie dann vor? Wir fertigen eine Verteidigerschrift und plädieren dann das Verfahren in Ermangelung von Indizien und Beweisen einzustellen. Falsch. Ich will doch keinen Freispruch zweiter Klasse. Ich will einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Sonst kann ich meinen Beruf vergessen. Jetzt schildern Sie mir doch erstmal den Fall. Den Rest mache ich dann schon. Ah! Oh, wo kam sie mich erschreckt? Viel Startbloch hat länger gedauert. Darf ich mal? Danke. Du siehst blass aus, Bloch. Mach mal Urlaub, sagt Puck. Ja, mach ich. Aber ich muss jetzt erst ein bisschen arbeiten, Puck. Hier. Bitte. Viel zu viel, Bloch. Danke. Ist schon in Ordnung. Dann nächstes Mal 2 Stunden schon bezahlt, ja? Tschüss, Puck. Oh. Hier ist der Anschluss von Dr. Maximilian Bloch. Die Praxis ist zurzeit aus privaten Gründen geschlossen. Hier ist der Anschluss von Dr. Maximilian Bloch. Die Praxis ist bis auf Weiteres geschlossen, aus privaten Gründen. Ach Gott, dann. Darf ich mal reinkommen? Ungern. Würden wir aber trotzdem gerne. Immer noch ungern. Sie hatten wegen genau dem gleichen Verbrechen schon mal eine Anklage. Da bin ich freigesprochen worden. Ich konnte nachweisen, dass die Frau gelogen hat. Freigesprochen und rehabilitiert. Ich habe was gefunden. Ui, ein Corpus Delicti.
So, ich hätte jetzt gern die Akte, die Sie über Frau Rudolph geführt haben, und Ihren Anzug. Bitte sehr. So, die Hose auch? Nein. Bringen Sie bitte später vorbei. Aber das Hemd hätte ich gern noch dazu. Ist nach Reinigung. Dann bringen Sie bitte das Hemd und die Hose später vorbei. Die Akte. Die DNA-Spuren kriegen Sie damit aber nicht weg. Nur, dass Sie es gleich wissen. Danke, Watson. Bitte sehr, die Akte. Danke. Möller, ja? Ja, das haben Sie doch jetzt schon dreimal gesagt, ja? Mhm. Ja, ich sehe Sie. Ja. Ja, gut, jetzt lassen Sie uns bitte unsere Arbeit machen, ja? Wer ist das denn da? Ach, der Herr Papa und der Herr Anwalt, ja? Dazu darf ich nichts sagen. Ist es denn erlaubt, dass die dabei sind? Ich kann niemandem verbieten, auf der Straße zu stehen. Uli, schreibst du mal auf, die Liege stand angeblich andersrum. Mal übers Telefon einsagen, das dürfen die. Und die Liege stand nicht andersrum. Die stand immer hier. Immer so. Genau hier. Entschuldigung, ich bin ja noch nicht fertig. Es tut mir leid. Und wissen Sie warum? Damit meine Patienten ins Grüne schauen können. Machst du noch einen Zusatz, bitte? Beschuldigter widerspricht dem Punkt Position der Liege. Liegenposition 180 Grad abweichend laut B. B für Beschuldigter. Ja. Kennen Sie Kafka, Franz Kafka? Da wird einer zum Käfer, der kann sich nicht umdrehen, so dick ist er. Ja, ich kenne das Problem. Herr Rudolph? Hallo, Herr Rudolph. Ach, dann sind Sie der Anwalt, ja? Ja, gut erfasst. Kommen Sie doch rein. Die Leute da drin machen ihre Arbeit sehr gründlich, können Sie mir glauben. Herr Bloch, lassen Sie doch diese Spielchen. Wer macht hier Spielchen? Ich mach Sie fertig! Hat Ihr Sohn auch schon zu mir gesagt. Mieses Dreckschwein! Bitte mal hier hinlegen. Bitte. Richtig hinlegen. Was siehst du? Ein Mann in seiner geringfügig unaufgeräumten Praxis. Eigentlich müssten die Puck bezahlen. Gibt's hier im Raum irgendetwas, das ihr Trauma wieder ausgelöst haben könnte? Nichts, was es nicht überall sonst auch gibt. Regale, Bücher, Möbel. Die Lampe ist auch nicht so speziell. Da oben ist eine Spinnenwebe. Du hattest doch mal eine mit einer Spinnenphobie. Ja, wie fühlt sich das denn an, hier zu liegen? Angenehm? Ganz normal. Und wie riecht das? Wie ganz normales Leder. Hier, das Kissen. Wie riecht das? Wie ein Kissen. Zeig mir, wie du sie berührt hast. Vielleicht war's das? Aha. Und jetzt sollte ich sämtliche Männer ausfindig machen, die Stefanie Rudolph irgendwann mal am Arm berührt haben?
will jetzt nicht. Haben Sie noch Geschlechtsverkehr? Wie bitte? Verkehren Sie und Ihr Mann noch sexuell miteinander, ja oder nein? Was geht Sie das an? Natürlich. Das geht Sie zwar nichts an. Wie oft etwa? Das geht Sie schon wieder nichts an. Sexuell frustrierter Therapeut befummelt Patientinnen, so etwa? Also gut. Zweimal in der Woche, natürlich. Irgendwelche besonderen Praktiken? SM, Leder, Rollenspiele? Also, Sie meinen, ob meine Frau als Rotkäppchen verkleidet zu mir ins Bett hüpft? Und ich mir ein Hundehalsband umgelegt habe? Haben Sie Oralverkehr? Haben Sie Oralverkehr? Na klar. Und? Was hast du angehabt? Jeans und eine weiße Bluse, die hat Mama aber schon der Kripo gegeben. Gut. Schuhe? So kurze Stiefel mit Keilabsatz. Ach, die Stiefelchen. Notier dir das und bring die Stiefel dem Hermann. Er hat gesagt, je mehr Details, umso besser. Hermann hat gerade angerufen, es gibt keine DNA-Spuren auf der Kleidung des Therapeuten. Wer weiß, ob er diese Klamotten überhaupt anhatte. Dann sollen sie halt seinen Kleiderschrank auseinandernehmen. Sag ihm das. Welches Wetter war an dem Tag? Weiß ich nicht. Lukas, würdest du das bitte mal googeln? Was denn? Das Wetter am 16. Mai, würdest du das bitte mal googeln? Fragen die doch eh nicht nach. Weißt du das? Ich weiß das nicht. Es geht darum, dass Stefan mir ein präzises Bild abliefern kann, was damals geschehen ist. Ja, ich hab's verstanden. Wie bist du dorthin gefahren? Mit der Straßenbahn. Welche Linie? 7 Richtung Frechen. Gut. So, jetzt hat der Hermann mir noch aufgeschrieben, überflüssige Details. Bei nebensächlichen oder überflüssigen Details handelt es sich um Einzelheiten, die mit dem Tathergang selber nichts zu tun haben, aber von der zu begutachtenden Person im Zusammenhang mit dem Handlungsablauf erwähnt werden. Fällt dir da was ein? Also am 16.05. hat es um 10 Uhr 9 Grad, es war bewölkt, mit 0,3 Litern Regen pro Quadratmeter. Können wir uns darauf verlassen? Ja. Kommst du, Lukas? Ich weiß noch, wie ich zu Herrn Bloch gefahren bin. Da habe ich mich schon so auf den Abend gefreut, weil mein Bruder und ich uns Spaghetti kochen wollten. Das machen wir einmal im Monat zusammen, dass wir zusammen italienisch kochen und irgendwelche Soßen ausprobieren. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass Ihnen die Therapie bei Herrn Bloch hilft, Ihre Angstzustände zu überwinden? Das kann ich nicht sagen. Ich war ja noch nicht lange bei ihm. Was für einen Eindruck hat Herr Bloch auf Sie gemacht? Ganz allgemein gesprochen? Also, er war ganz sachlich und irgendwie auch freundlich. Aber ich fand ihn auch ein bisschen eklig. Inwiefern eklig? Naja, er hatte so einen bohrenden Blick, fand ich. Er hat ihn auf den Busen gestarrt. Ja. Was hat sie gesagt? Ich weiß nicht. Gehen wir. Billy Toomey, Ventica Serenade. Alle, die jetzt kommen, waren Strafpunkt beim ersten. Hallo, bist du taub? Ja, er hat so ein bisschen noch geschnalzt, versucht sein Pferd zu motivieren, aber die Weite reicht einfach nicht am Ausschlag. Guten Abend, Herr Bloch. Der wuchtige Dreifachkombination. Kommen Sie mir nicht mit schlechten Nachrichten. Wollen Sie was trinken? Nee, danke. Die Sache liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Was heißt das? Es wurde Haftbefehl gegen Sie erlassen.
Wegen Verdunkelungsgefahr. Wie bitte? Das nennt man versuchte Zeugenbeeinflussung, Herr Bloch. Das darf doch nicht wahr sein. Und dafür geht man in den Knast? Dafür allein noch nicht. Aber Sie haben mir verschwiegen, dass Sie schon mal ein Verfahren wegen Missbrauch einer Patientin hatten. Ja, das ist der Staatsanwaltschaft bekannt. Ich bin komplett freigesprochen worden. Semper aliquid heret, Herr Bloch. Es bleibt immer was hängen. Ja, ich hatte auch Latein. Aber nicht, wenn die Unschuld vollkommen erwiesen ist. Na eben doch. Wenn Sie mir sowas Elementares verschweigen, dann bricht meine ganze Verteidigungsstrategie in sich zusammen. Ja, dann denken Sie sich doch eine andere aus. Einer wie Lux. Der kennt die richtigen Leute. Der zieht jetzt natürlich alle Register. Der Vater von Stefanie Rudolph war hier, hat die Hausdurchsuchung überwacht und Maximilian gedroht. Aha. Was hat er gesagt? Dass er ihn fertig machen will. Vielleicht, weil er was gut zu machen hat. Wie? Sie meinen, er hat seine eigene Tochter missbraucht? Das weiß ich nicht. Stefanis Erinnerung an die damaligen Geschehnisse sind so konkret, dass sie denkt, es wäre jetzt passiert. Hier in der Praxis. Nur in meiner Praxis ist sowas nicht passiert. Dann will sie ihren Vater von seiner Schuld befreien. Wenn, dann unterbewusst. Sie bekommt jetzt das, was sie damals nicht bekommen hat. Schutz, Aufmerksamkeit, Wärme, weil sie jemanden gefunden hat, auf den sie die ganzen schrecklichen Ereignisse, die damals gewesen sind, übertragen kann. Mhm. Haben Sie ein Bier? Ich hole Sie da raus, Herr Bloch. Ja. Ist das nicht ein schöner Tag? Was machen Sie denn da? Ist das denn nötig? Ja, bitte. Wow, die Kippe heben Sie noch auf. Ja, so, dann komm. Rasieren ist nicht. Die Kekse hat meine Frau gebacken. Sehr gut, Sie können einen haben. Ausziehen bitte ganz. Ihre Kleidung wird untersucht. Sie können danach hier duschen. Ich jetzt Sträflingskleidung quer oder längs gestreift? Hätten wir gar nicht in Ihrer Größe. Sie kriegen alles zurück. Ach, das wäre nicht nötig.
machen. Sie haben Besuch. Nach rechts. Nehmen Sie irgendwo Platz. Spiegel in der Zelle, da ist gar keiner. Das ist eine Folie. Weil mit so einer Spiegelscheibe könnte man sich ja verletzen, oder? Weißt du, was ich am meisten an dir mag? Dass du so aufmerksam bist anderen Menschen gegenüber, dass du dich für sie einsetzt. Dass du immer sagst, was du denkst. Und dass du keine Angst hast. Ich habe aber Angst. Die Besuchszeit ist vorbei. Ja, die haben sie schon überprüft. Danke. Brauchst du noch was? Ich hab alles. Ich hab dich. Ja, das merkt man sich nicht im Bauch. Ja. Aber da gewöhnt man sich ganz schnell dran. Komm. Das ist ja mal ein Blick. Hier will ich es auch aushalten. Also bin ich jetzt seit 5 Jahren drin. Möchtest du was trinken? Ein Ginger Ale und einen Eiswürfel. Frau Gerla, rein Ginger Ale. Und einen Eiswürfel. Und einen Eiswürfel. Schick, schick. Gefällt's dir? Viel schöner als unser Büro. So viel Beton. Na, in dieser Lage hätte Wolfgang auch anders gebaut. So, bitteschön. Danke. Machst du es immer noch gerne? Na, dann leg mal los, Steff. Du lachst mich bestimmt aus. Nein, bestimmt nicht. Du weißt, dass ich meinen Bruder liebe. Ja. Ich habe von ihm geträumt. Verstehst du? Nein. Ich lag auf einem Sofa und er saß neben mir, hier, und hat gesagt, ich soll die Augen schließen. Und dann... Ja? Er hat mich angefasst. Ich habe ihn weggestoßen und bin dann aufgewacht. Völlig nass geschwitzt. Ach, und jetzt glaubst du, Lukas? Ja. Aber das war ein Traum. Der braucht doch gar nichts zu bedeuten, Steff. Doch.
Dieser Dr. Bloch hat gesagt, es ist eine Übertragung. Es kann ja passiert sein, vielleicht vor 3 Jahren, als wir zusammengezogen sind. Lukas würde sowas doch niemals machen. Das darfst du nicht mal denken. Wir sind so frei erzogen worden. Wir haben keine Hemmung voreinander mit Nacktsein oder so. Aber seitdem das passiert ist, ist er plötzlich so verklemmt mir gegenüber. Das ist furchtbar. Ja. Aber nicht, weil es stimmt, sondern weil du ihm Unrecht tust. Ich hab's aber erlebt. Im Traum, Steff, im Traum. Und was soll ich jetzt machen? Du bist mein Anwalt. Was soll ich jetzt machen? Nichts, gar nichts, bitte. Bitte vergiss das. Du machst deine ganze Familie unglücklich. Und warum? Weil du was geträumt hast. Der Lukas war das nicht. Glaub mir das. Ich bin kein Psychologe, aber guck mal, dieses schreckliche Erlebnis, das beschäftigt dich Tag und Nacht. Und von Lukas träumst du, weil du ihn liebst. Das ist eine Verknüpfung von 2 Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Du liebst doch Lukas. Sehr. Dann erzähl bitte niemandem davon. Keinem Menschen, bitte, Steff. Ich muss die ganze Zeit dran denken. Ja, das ist doch auch klar. Aber diesen Bloch, den verdächtigst du nicht mehr. Da müssten wir das der Kripo sagen. Vielleicht war es doch. Ja, wahrscheinlich. Das ist er. Oh, hey. Die Drecksau war da? Ja, ich war es auch. Ich hab den Fixer. Mal gucken, was er dazu sagt. Ich hab da was zum Wichsen, hä? Ist das geil! Ey! Im Himmel? Nee, Antonia-Hospital. Mir ist kalt.
Die Decke, Clara. Die Decke. Was ist denn damit? Riech mal dran, wonach riecht die? Lavendelöl. Das tue ich immer zur Wollwäsche in die Maschine. Hilft gegen Motten und riecht gut. Und die Decken, die in der Praxis liegen, hast du die auch damit gewaschen? Na klar. Das könnte der Auslöser gewesen sein. Der Duft von Lavendel hat sie in die Vergangenheit zurückgeführt. Erinnerst du dich, es war kalt und du hast die Decken in die Praxis gelegt? Deine Decke war schuld. Ich habe eine Hypothek auf mein Haus aufgenommen, um die Kaution zu bezahlen. Bist du wahnsinnig? Du bist wahnsinnig. Noch so ein idiotischer Alleingang und ich lass mich scheiden, wenn wir verheiratet werden. Wie viel? Ich hab dir gesagt, geh da nicht hin, Bloch. Wie viel? 80.000. 80.000? Der Haftrichter wollte 120.000. Fiebler hat ihn runtergehandelt. Ja, ich bin Schnäppchen. Ganz gerne in deine Zelle zurück, wenn dir das lieber ist. Also, ab sofort lassen wir den guten Fiebler die Dinge regeln. Ja? Kannst reinkommen. Guten Tag, Herr Bloch. Wir müssen mit Stefanie reden. Wir machen gar nichts. Alles macht jetzt Fiebler. Clara hat recht. Noch ein einziger falscher Schritt von Ihnen und Sie sind erledigt. Bin ich doch sowieso schon. Ich sag's Ihnen, wie es ist, Herr Bloch. Die stecken Sie für die nächsten 3 Jahre ins Gefängnis, mindestens. Und was wollen Sie jetzt machen? Wenn die alle Register ziehen, dann tun wir das jetzt auch. Jetzt gehen wir auf den Vater los. Herr Rudolf, wussten Sie, dass Ihre Tochter zur Behandlung zu Herrn Dr. Bloch geht? Also bevor sie Ihnen von dem Vorfall erzählt hat? Nein. Aber Sie wussten, dass Ihre Tochter psychische Probleme hat? Nein, das war mir so nicht bewusst. Hätten Sie das bemerken können? Also hätte, wäre, wenn. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen so weit. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gearbeitet. Sie dürfen mir glauben, dass ich mir deswegen Vorwürfe mache. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zu Ihrer Tochter? Also machen wir jetzt so weiter, ja, Frau Möller, dass Sie meinem Mandanten ohne irgendeinen Anhaltspunkt Suggestivfragen stellen. Ich mache ja nur meinen Job. Ja, aber dazu gehört sicher nicht, dass Sie hier das Verhältnis des Opfers zu Ihrem Vater analysieren müssen. Das ist, wenn überhaupt, Aufgabe der Gutachterin, ne? Ich habe ein ganz normales, gesundes und herzliches Verhältnis zu meiner Tochter. Das ist eine unangenehme Situation für eine Familie, das kann ich mir vorstellen. Ja, das beruhigt uns jetzt aber. Und wer ist jetzt als nächstes dran von der Familie? Die Mutter, der Bruder? Gar keiner mehr. Ich kürze es jetzt ab. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wieso fragt ihr mich sowas? Hallo. Naja, das war... Guten Tag. Eine Karte, bitte. Danke. Darf ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Nehmen wir eine Flasche Wasser? Ja. Eine Flasche Sprudel. Sehr gern. Naja, das war der offensichtlich misslungene Versuch der Verteidigung, den Kopf Ihres Mandanten aus der Schlinge zu ziehen. Wie versuchen wir das jetzt in die Schuhe zu schieben? Was? Hast du es nicht gemerkt? Wolfgang. Wieso hast du dich überhaupt diese Befragung eingelassen in dieser Art und Weise? Wenn wir verweigert hätten, hätten wir uns verdächtig gemacht. Ich bin verdächtig, ja? Ja, sicher. Aber was heißt denn das? Du warst es nicht. Kneibums aus, fertig. Aber Wolfgang, jetzt passiert genau das, was ich befürchtet habe. Dass wir beide nicht mehr sachlich miteinander reden können. Das ist doch Quatsch. Doch, und das können wir uns vom Gericht nicht erlauben. Ich auch. Ich bin emotional befangen. Das ist doch ganz klar, weil ich dir und deiner Familie viel zu nahe stehe. Wusstest du doch. Ja, das war ein Riesenfehler. Mich von Geser bequatschen zu lassen. Ja, was heißt das jetzt? Pass auf, ich mache uns beiden jetzt mal einen Vorschlag. Dieser Clemens Wagner bringt für uns den Fall zu Ende. Das ist der, den ich euch schon mal ans Herz gelegt habe. Also erinnerst dich, was du jetzt machst. Das ist ein hervorragender weißt Mann. Du, was du jetzt und machst, du lässt Stefanie und uns im Stich. Nein, im Gegenteil. Doch. Wir tun ihr damit einen Gefallen. Glaub es mir, wirklich. So, es kann doch nichts passieren. Haben Sie sich entschieden? Nein, einen kleinen Moment noch. Komm ich gleich her? Spricht doch alles gegen diesen Therapeuten. Der marschiert ins Gefängnis. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die DNA-Untersuchung hat nichts ergeben. Wir haben keine Beweise. Noch nicht. Und ein Fisch.
Sagen Sie mal. Ich bin frei und gesund. Aber Sie haben keinen Entlassungsschein. Ja, ich weiß. Ich gehe auf eigene Gefahr. Schwester Maria, vielen Dank für alles und alles Gute. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Nein, nein. Trotzdem danke. Ja, schönen Tag noch. Abgelehnt. Der Anwalt von dieser Stefanie, der hat das Zweitgutachten abgeschmettert und die Staatsanwaltschaft glaubt der Erstgutachterin. Hab ich mir schon gedacht. Gegen so ein Schwergewicht wie den Lux kommt unser Fiebler nicht an. Ist ein netter Kerl. Und was soll er auch machen? Weißt du, denkst, ich bin ein oller Sturkopf. Mhm. Ja, da hast du auch recht. Aber? Aber ich kann hier nicht rumsitzen und auf den Prozess warten. Der Bruder von ihr, der glaubt der Stefanie die ganze Geschichte nicht. Vergiss nicht, Blut ist ein dicker Saft. Und der Junge steht unter dem Druck der Familie. Okay, ich mach das. Ich spreche mit dem. Ob du oder ich, das macht doch keinen Unterschied. Wieso? Der muss doch gar nicht wissen, dass ich deine Frau bin. Und was willst du ihm sagen, wer du bist? Die Gutachterin. Die hat er noch nie gesehen, oder? Ich muss nur rausfinden, wo seine Freundin wohnt. Du bist süß. Ich finde das. Guten Abend. Guten Abend zu Marion Runge. Nummer 9, bitte. Dagegen. Danke. Ja? Guten Tag, Blümel, mein Name. Ich würde gerne Herrn Rudolf sprechen. Moment. Lukas? Ja,
Da ist eine Frau. Ja? Blümel, hallo. Ich bin die Gutachterin im Fall Ihrer Schwester. Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ja, ja, geht doch ganz schnell. Ein paar Fragen, dann haben Sie es hinter sich. Hm? Ja, okay. Ja, okay. Also, es tut mir leid. Entschuldigung, das stimmt alles nicht. Ich bin Clara Heller, die Frau von Dr. Bloch. Es war meine jetzt, Idee. Oder was? Es war meine Idee. Er hat nichts gemacht. Er würde seine Patientin anfassen. Nee, ich schwör's. Lukas, bitte. Bitte, Sie müssen uns helfen. Er hat nichts gemacht, wirklich. Er hat das nicht getan, wirklich. Ist gut. Lavendel. Der Duft von Lavendel. Erinnert Sie das an irgendwas? Ihre Schwester, jetzt Lavendel... Lassen Sie mich mit Ihrem Scheiß in Ruhe! Fahr mit. Wir fahren zu mir. Stefanie ist bei meinen Eltern. Mir geht's nicht gut. Wieder da. Sie stehen sich sehr nah. Haben wir fast eine Ehe geführt. Deswegen bin ich auch ausgezogen. Ich komme nicht mehr zurück. Sie muss alleine klarkommen, sonst findet sie nie einen Typen. Warum denn? Ihre Schwester ist doch sehr attraktiv. Das ist auch nicht ihr Problem. Sondern, dass sie keinen an sich ranlässt. Sobald einer was von ihr will, dann fängt sie an ihm rumzumäkeln. Und ich muss mir deinen ganzen Scheiß anhören. Das ist so belastend für mich. Kennen Sie einen richtig guten Therapeuten? Ist aber hübsch. Wann war denn das? Sommer 96, in der Haute Provence. Stefanie war damals so 10 oder 11. Lavendelblütezeit. Sie wollte ihre Krone den ganzen Urlaub nicht mehr absetzen. Sieht aber traurig aus. Haben Sie öfter da Ferien gemacht in der Provence? Eigentlich unsere ganze Kindheit. Im Nachbardorf wurde jeden Sommer die Lavendelkönigin gekürt. Lorraine Lavandine. So ein alter Brauch von denen. Und da wir eigentlich immer da waren, haben sie irgendwann Stefanie gefragt. Beziehungsweise meinen Vater. Weil sie die hübscheste war am Ort. Warum guckt sie dann so traurig? Bloch ist nur gegen eine hohe Kaution rausgekommen. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass Ihre Schwester die Anzeige zurückzieht?
Das Haus, in dem wir immer gewohnt haben. Es gehört Hermann Lux. Er ist ein Schulfreund meines Vaters. Der Anwalt. War der immer da? Es ist besser, wenn ich jetzt meine Klappe halte. Darf ich das mitnehmen? Das Foto auch. Mag ja da sein, der Lukas. Na, kurz vor fünf, im September ist er dann fünf geworden. Eigentlich könntet ihr ein Restaurant aufmachen, ihr beide. Ehrlich. Immer ein Partylaune, die Lunge. Ja, das Leben eine Party. Unsere tolle so, Küche. Mama, Hermann, kommt jetzt, Essen ist fertig. Ja, herzlich gerne. Vor kurzem war ich in New York, beim Italiener. Eine Empfehlung, ja? Hab auch Spaghetti gegessen. Komm jetzt, ich denke, ich spinne. Völlig weich, völlig matschig. Ah, furchtbar. Hab ich den Ober kommen lassen? Sagt er, ja, die Amerikaner wollen das so. Sag ich, nee, danke, ich nicht. Nee. Zurückgeben lassen. Da waren die aber so froh, dass ich wusste, was al dente ist, dass sie mir neue Spaghetti gemacht haben und mich eingeladen haben. Toll. Hermann, ich bin so glücklich, dass du weitermachst. Ich desertiere doch nicht. Du kommst am Heiligen Sonntag noch zu Besuch. Das ist Marian. Mhm. Danke. Deine Spaghetti sind da, Welt. Natürlich. Eigentlich wollte ich ja gar keine mehr essen. Die Figur ist genau richtig. Guten Tag. Lukas, was soll das? Komm, ruf die Polizei. Was ist denn? Ich bin gekommen, weil ich ein Geständnis ablegen möchte. Ich habe mich an Ihnen vergangen. Aber nicht vor ein paar Wochen. Und auch nicht in meiner Praxis. Sondern vor vielen Jahren. In Frankreich, in der Provence. Was reden Sie da? Lassen Sie das. Sie waren noch ein Kind, Stefanie. Und Sie waren die Lavendelkönigin. Thank you.
Und sie haben für mich geschwärmt. So wie junge Mädchen manchmal für erwachsene Männer schwärmen. Und ich habe für sie geschwärmt. So, jetzt reicht's mit diesem Quatsch. Das wirst du nicht tun, Hermann. Was denn? Sie war so jung. Und so schön. Mit ihrer Lavendelkrone. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter von Maximilian Bloch. Wir sind zurzeit in Urlaub, deswegen ist die Praxis geschlossen. Die Praxis wieder geöffnet ab dem 16. Juni. Auf Wiedersehen. Also, bis in 2 Wochen. Leg Bloch in die Sonne, ja? Dass du unschuldig bist, hab ich gewusst. Ich auch. Ich lege ihn in die Sonne. Versprochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Puck. So, warte. Ah. So. Ui, was ist das denn? Hey. Warte, jetzt lass mich doch mal gucken. Ich hab gesagt, du sollst gucken. Ich will das jetzt sehen. Voyage Surprise. Boah. Hast du Lotto gespielt? Nein. Ich habe meine Kaution zurückbekommen. Gut, dann bin ich aber jetzt mal dran. Mhm. Wie fährst du? Na gut.